14 Jahre alt geworden. Dienstag hatte ich Geburtstag und Mittwoch musste ich schon in der Jüte anfangen zu arbeiten. Von morgens 6 bis abends 5, 6. Bloß, wir haben ja nicht gewusst, dass wir solche Rollen tragen mussten. Und das war ja nicht kein Unterleibgut. Das waren so große Rollen und am laufenden Band, das drehte sich alles, da kam das Garn umzu. Und wenn die Rolle voll war, musste man die Maschine abstellen und das mit der Hand so abreißen und den auf kleine Rollen machen. Oft hatten wir kaputte Hände gehabt, blutig, aber man musste arbeiten, nicht? Man durfte nichts sagen. Oft, wenn ich nach Hause ging, Feierabend hatte, bin ich, eine Seite waren nur Mauer, andere Seite waren Häuser gebaut. Da bin ich so an der Mauer entlang gegangen und so abgetastet, immer so ein Stück weiter, bis ich nach Hause kam. Und dann geweint, weil das schwer war. Die Hand war ganz kaputt, blutig, durfte man es anfassen. Aber arbeiten musste man gleich wieder. Und wo ich meine Mutter gesehen habe, ihr kamen die Tränen raus. Da habe ich schon gesagt, ach, ich habe mich bloß geschnitten, ne, damit sie das nicht weiß. Weil sie sagt immer, wir tun ihr leid, dass sie uns nichts geben kann. Aber wir hatten keinen Vater gehabt. Und nachher bin ich hingegangen und habe gesagt, ich wollte meine Papiere haben. Ja, warum denn? Ich sage, ja, der Doktor hat das gesagt. Da sagt er, welcher Doktor? Ich wusste doch gar keinen Doktor. Und da sage ich, ja, der hat gesagt, ich darf nicht länger arbeiten wegen dem Staub. Lunge, ich kann schwer atmen und so. Na, da haben sie den Auge zugedrückt, habe ich meine Papiere gekriegt.